Ich hoffe mal, dass wir auch hier ungestört sind. Alter, hier ist ein Vogel drin. Da kann man den nicht irgendwie rauslassen. Das ist eine Rotkehlchen. Alter, hier liegt das Frühstück noch von den Arbeitern. Das war mal ein Riesenwerk hier. Überall tropft es. Hier in diesem Gebäude hat es nicht gebrannt. Hier sind so komische Taschen. Schon sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt wird's aber auch hier spannend. Wir gehen doch jetzt ganz schön weit in die Erde rein. Ein 466 MHz Rechner. Also Leute, das rausgeht in der Alarmanlage. Von Ikea. Alles Tassen von Ikea stehen hier noch rum. Was sind das für coole Lampen, warum hängen hier so cool? Das ist ein Kaffee. Die werden so aufgeladen, ne? Ja. Meinst du? Ja. Also waren die irgendwann mal in der nächsten großen Stadt auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Gestern sagt, hier liegen doch irgendwelche Chips. Da sind die ganzen Chips zum Anmelden. Die sind alle noch da von den Arbeitern. Speicherkarten. 512 Megabyte. Datenschutz wieder komplett null. Schlüssel, Tankkarten, alles liegt hier rum. Alles voller Geldkassetten hier. So ihr Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Wir befinden uns heute endlich, wir haben es geschafft, wir haben lange versucht hierher zu kommen, in einer alten verlassenen Großbäckerei, also eine Industriebäckerei. Und ihr seht schon hier hinter mir, hier hat es ordentlich gebrannt. Es soll trotzdem noch was zu sehen sein. Wir sind jetzt zum Beispiel in einer Produktionshalle. Vor uns sind zwar ausgebrannte Maschinen, aber trotzdem kann man noch mal gucken. Und ja, ich habe da selber von sehr viel gegessen. Es war eine sehr leckere Bäckerei. Ich habe das wirklich sehr genossen. Und wir sind endlich hier. Jetzt schauen wir uns um. Es geht los. So, wo Christian jetzt läuft, sehen wir auf jeden Fall schon mal eine Riesenmaschine. Was könnte das gewesen sein? Brötchen oder irgendwas? Hä? Ein Ofen. Naja, das ist ein großer alter Ofen. Also auf jeden Fall, hier seht ihr, ist alles schon verbrannt. Das ist Wahnsinn. Hier hat ein riesen Brand gewütet. Das war auch ganz groß in den Zeitungen. Für mich ein ganz schön großes Stück Geschichte. Hier sehen wir noch mal so eine alte Maschine. Und hier in der Halle war sicherlich mal richtig viel Trubel damals, als hier gearbeitet wurde. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Es gibt hier noch ein Verwaltungsgebäude, das schauen wir uns auch gleich an. Und wir müssen trotzdem aber ein bisschen auf die Hallendächer gucken, da es hier schon gebrannt hat, aber draußen regnet es auch wie Sau. Wird man ja hier, na gut, nicht schon mal was auf den Kopf kriegen. Hier hat es ganz schön gelumpert, Christian, ne? Richtig. Es war ein Großeinsatz hier, das weiß ich noch. Da bin ich frühest in die Arbeit gefahren und da war das hier so. Hier ist das Dach komplett weg. Da liegt hier schon alles unten. Das, was mal oben war, liegt unten. Da kann nichts mehr runterkommen. Das stimmt. Wahnsinn, was das hier für ein Brand gewesen sein muss. Ich bin gespannt auf die Frühstücksräume, die Umkleide, auf die Verwaltung. Das ist alles noch da. Jetzt gehen wir mal Richtung den anderen Hallen und Gebäuden. Das stimmt, Anthony. Da hat jemand ganz schön heiß gebacken. War ein ganz schön heißes Brötchen. Aber es ist schon beeindruckend, wenn man die Halle so sieht. Das war ja nicht nur eine, Christian, oder? Nee, das, der hat schon wieder mehr Plan. Der hat schon wieder mehr Plan als ich. Ich hoffe mal, dass wir auch hier ungestört sind. Das könnte sowas gewesen sein. Bitte Tür geschlossen halten. Hier ist der Brand nicht hingekommen. Aber hier haben wir hier. Guck mal, hier ist sogar noch Zeug drin. Schrubber. Hier machen wir Schrubber drin. Machen wir auf. Oh, ist auf dem Grill. Das heißt, wir gehen mal hier durch und kommen hier in die nächste Halle. Vielleicht noch. Weiß ich nicht, das sieht bestimmt aus wie so Mehlsilos, oder? Ja, das ist wie auch wegen Funkbildung vermeiden, also denke ich, das wird Mehl gewesen sein. Ja. Siehst du, also kommen wir doch mal hier schon ins nächste Gebäude rein. Wir mussten jetzt auch nicht unbedingt raus. Hier sieht man wieder Explosionsgefahr, Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten. Genau, Funkenbildung, das hat Christian gerade gesagt. Gehen wir mal hinterher. Ey, ich finde ja so Industrie ganz geil. Was ist wie, Alter, wie ist ein Vogel drin? Da kann man den nicht irgendwie rauslassen. Aber was ist mit dem Vogel? Kann man den irgendwie rauslassen? Ja, da springt der. Scheiße. Der fliegt immer gegen die Scheibe. Ja, gerade jetzt, wo wir Angst haben, wo er Angst hat. Das sieht gut aus. Das ist eine Rotkehlchen. Endlich versucht gerade das Fenster aufzumachen. Dass der Kleine eventuell. Wo ist er hin? Ja, Digga, jetzt kannst du raus hier. Lass offen. Vielleicht fliegt er ja raus. Jetzt da raus, oder? Kann sein. Ja genau, immer mal Außengelände beobachten. Ist das Fenster offen? Ich sehe es nicht. Ja, ist ja offen. Aber guck mal, warum hier liegt auch wieder ein toter Vogel. Die kommen hier rein, die Vögel, und dann kommt hier nie wieder raus. Das ist natürlich schon ein bisschen traurig. So. Geht's hier lang? Arbeitsmaterial. Ich bin da so einer. Ich habe immer gerne in den Kühlschrank geguckt. Alter, hier liegt das Frühstück noch von den Arbeitern.
Guck mal. Wirklich krass. Was immer das noch ist, weiß ich nicht. Machen wir zu. Das ist so ein dunkler Raum, da schluckt deine Taschenlampe. Das sieht aus wie so der Raum, wo sie auspacken konnten, oder? Da hinten sind Garagen. Wir können ja mal die Garagen durchgucken, Christian, mal her. Und da, das Gebäude müssen wir noch gucken. Und auf jeden Fall jetzt erstmal Richtung Hauptgebäude. Wir gehen mal hier rein und schauen mal. Hier sehen wir auf jeden Fall schon wirklich viel Inventar noch. Hier ist wirklich Zeug noch von den Arbeitern oder irgendwelches Zeug, was sie gebraucht haben hier. Ich weiß nicht, was man in der Großbäckerei also braucht, aber auf jeden Fall sieht schon mal krass aus. Guck mal, hier sind die ganzen Bleche runtergekommen. Aber hier drüben, hier hinten neben mir ist auch eine Tür offen. Wenn wir jetzt hier rumlaufen würden, also hier so rum, müssten wir auch da reinkommen. Alter, hier liegen Bremsscheiben von Autos, gell? Na guck mal, hier ist so eine Mulde, die haben sie doch repariert. Das war eine Werkstatt, ne? Da haben sie hier gemacht, ja genau, das war eine Werkstatt. Früher Reiniger. Die Reinigung von Kaffeemaschinen. Das war mal ein Riesenwerk hier. Empfang, Verwaltung, Besucher. Herzlich willkommen. Wow, okay. Das sah bestimmt mal ganz cool aus, wenn man hier reingekommen ist. Jetzt aufpassen, hier sind überall Löcher. Und da geht es auch ganz schön weit runter. Meine Taschenlampe macht jetzt hier gleich die Flocke, das nervt mich total. Aber hier sieht man halt eben, hier die Feuerwehr ordentlich Wasser reingespritzt. Dann eine Karte mit verschiedenen Pins. Überall tropft es. Das ist schon heftig. Der Brand war sicherlich hier richtig krass. Der saß hier, der Vertriebsindienst, Kalender von 2018. Oh, hier ist richtig der Brandherd gewesen, oder? Wenn du das so siehst. Marketing. Hier ist das Büro von der Marketingabteilung. Da gehen wir auch mal rein. Hier, Teilhardtassen, alles noch da. Ja, da oben hängt die alte Klimaanlage. Christian sagt das gerade. Er sagt auch, dass hier noch ein Büro ist. Oh, hört euch das an. Es regnet. Und man hört hier jedes Geräusch, jeden Regentropfen hört man in dieser Firma. Lasst mich mal teilhaben und euren Wissen. Ach ja, auch mit Drechsel. Ein Backofenbaugeschäft Bösneck. So, Christian befindet sich gerade in der Heizung. Oh, kein Schritt weiter, Christian, hier und einfach nur hier stehen. Ja, das ist eine große Heizung. So, was haben wir denn hier? Sekretariat, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Kasse, Bestellannahme. Das sieht mir ein bisschen so nach vielleicht Lagerbereich aus. Hier in diesem Gebäude hat es nicht gebrannt. Hier ist auf jeden Fall noch Einrichtung. Aber auch hier seht ihr, waren die Krabbel, die wir schon wieder am Berg. Das wurde auf jeden Fall, oh, dieser Raum wurde ja extrem zugemacht. Warum? Ah, weil hier die Alarmanlage drin war. Hier war die Alarmanlage drin. Und dieser Raum wurde richtig zugenagelt. Hier sind so komische Taschen mit Namen drauf. Ich denke mal, hier entweder ist da Geld drin gewesen oder Unterlagen. Es sind überall so Firmennamen drauf auf diesen Taschen. Wenn mir einer erklären kann, was das ist, erzähl es mir bitte mal. So, jetzt gehen wir hier mal durch. Hier sind sogar noch Notizblätter und so Bücher. Wir können ja mal reingucken. Mich interessiert ja immer sowas. Reingucken können wir ja mal. Bla bla bla, Zählstelle, bla bla bla. Telefonnummer. Eröffnung neuer Filiale. 5 Geldtaschen. Das sind Geldtaschen. Die Dinger sind Geldtaschen. 5 Geldtaschen beschriften. Genau, ich denke mal, das sind die Filialen. Die Taschen. Na genau, Christian, du hast recht. Das wird so sein. Oh, hier liegt ein ganzer Arsch voll Computerpapier noch. Schon sehr interessant auf jeden Fall. Ein Monitor steht hier noch in der Ecke. Aber hier haben sie sogar schon. Hier haben sie wirklich alles aufgebrochen. Klein, aber fein. Süße Küche. September 2017, August 2017. Mai, überall diese Geldtaschen, mega, mega viele. Das war auf jeden Fall hier irgendwas mit, guck mal, Kasse geschlossen. Bitte im ITT, bitte im Empfang melden. Auf jeden Fall, also hier ist Geld geschlossen, ja, in diesem, hier ist viel Kohle geschlossen, auf jeden Fall. Hätte ich gesagt, dass das hier für diese Geldtaschen dann diese Verplumpung sind. Apfelmuszeichen. Das ist ein cooles Bild hier. Zeig noch mal. Apfelmuszeichen. Genau. Das wahrscheinlich hier so irgendwie eingehakt. Ist wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und dann verplumpt. Vermutlich. Ja, aber dass hier kein Safe ist oder so, weißt du? Was ist denn das da unten? Hier ist ein riesen Loch, Leute. Das sind doch bestimmt jetzt schon mal gut in 6-7 Meter, gell? Was ist das?
Da geht die Treppe runter. Jetzt wird's aber auch hier spannend. Ist das ein Kohlenkeller oder was? Wir gehen doch jetzt ganz schön weit in die Erde rein. Wow. Was ist denn hier los? Ein Hochregallager. Ja, das sind doch nur kleine. Ich meine, das ist ein Hochregal, verstehe ich was anderes. Aber das ist schon sehr bunkerig auch, gell? Guck mal, hier ist dieses Loch. Das sind so Tortendinger. Hier standen mal Torten drauf. Guck mal, siehst du das? Hier sind die Radkappen. Hier hat es zwar auch gebrannt, aber irgendwie haben die hier was hier auch oben transportiert. Also war auch ein toller Arbeitsplatz, wenn du hier in so einem Keller arbeitest, oder? 2000, schon ein bisschen älter, der Brief. Und noch zu. Den 466 MHz Rechner. Die Moorhuhn war da drauf bestimmt noch. Unterlagen ohne Ende. Partyartikelkarte. Gebäckdinger. Kartons, wo das Gebäck reinkommt. Aber ich gehe wieder zurück. Ist mir ein bisschen zu creepy hier hinten. Hier schon mal eine riesen Fensterwand. Das Ding ist ja der Hammer. Die wirft ein Licht hier rein. Das ist ja unglaublich. Vielleicht war das für die Party, wenn die vielleicht so Partyzeug gemacht haben. Das Lager. Das ist aber nicht wegen uns. Wir gehen mal raus und gucken mal. Also Leute, das rausgeht eine Alarmanlage. Ob das jetzt wegen uns war, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist irgendwo anders. Das kommt irgendwo von ganz da hinten. Wir schauen mal. Guck mal, hier der Riesenhof hier. Wir schauen mal in die anderen Gebäude. Christian, hast du einen Plan? Zutritt nur mit sauberer Arbeitskleidung. Also ist hier die Produktion gewesen. Oder beziehungsweise die Endproduktion, Deko und sowas. Hier ist wieder so typisch Schlachthof, gell? Aber es ist ja kein Schlachthof. Man könnte es aber denken. Aber hier ist ein riesen Hallen, Christian, gell? 16. Ja, Anthony sagte gerade, das ist komisch, dass in jedem Gebäude hier ein Brand war. Hier können wir auf jeden Fall bei einer Etage hoch, Christian. Hier riecht es nach irgendwas Vergammeltem, gell? Hier Bartkappen, guck mal. Bartkappen und Einwegkappen. Da kannst du dir so eine Bartkappe ziehen. Ja, wenn du so ein Vollbart hattest, ne? Kannst du dir sowas ziehen. Kombipräparat. Was ist denn dein Kombipräparat? Ja, wahrscheinlich Desinfektion und Seife gleichzeitig. Okay. Hier seht ihr die berühmt-berüchtigte Stempeluhr. Ach, hier ist es auch wieder so schön gedämmt, guck mal. Durch die Platten hier, hörst du das schön? Es ist wirklich auch noch Inventar vorhanden, das ist schon cool. Das ist der Raucherbereich. Du siehst auch an den Stühlen, richtig schön rustikal. Der Raucherbereich. Wer die Arbeit der Reinigungskräfte und die Sauberkeit nicht ehrt, der wird seiner eigenen Lappen gewährt. Also haltet Ordnung bitte sehr, sonst gehört ihr nicht hierher. Ja, die Schuhe ohne Ende, ja, die Arbeitsschuhe, das sind alles S1 oder sowas, gell? Kabel ohne Ende. Mhm. Telefonkabel und LAN-Kabel. Das ist so verwinkelt, die Hütte, gell? Warum? Ich hab gerade hier nichts drin. Das ist auch groß, gell? Vielleicht kommst du von zwei Seiten ran, Christian. Guck mal, hier ist noch so eine Tür. Durch die andere Firma ist das so laut hier, gell? Hier ist noch ein schönes Schalthäuschen. Und alle, die ein bisschen den Kanal verfolgen, wissen, warum ich jetzt gerade so aufgeregt bin. Weil da oben, siehst du es? Das ist ein Strombüsch. Hier ist die ganze NZ-Verteilung. Krass. Das ist mal eine NZ-Verteilung gewesen. Von Efen. Na prima. Und ABB hier. Das wird nicht auch sein, dass der Trauer drin. Der ist auch drin. Ach du Scheiße. Alter, wenn das Ding an ist, brummt es richtig. Was hat er? Baujahr 2005, 630 Kilowatt. Also KVA. 630 Kilo KVA. Die 12 KVA, oder? So, da haben wir in der Halle auch mal unseren Kumpel entdeckt hier. Da kommt schon langsam an Christians Bauch dran. Hier wieder ein Lager. Also ein großes Lager. Mit allem möglichen Pipapo, was man so braucht. Hier liegt sogar noch ein alter Pavillon. Und hier hat es auch noch nicht gebrannt. Kleiner Kassenabrechner. Teilchenrechner. Was ist das denn hier? Das ist so ein Bockwurstaufwärmer, oder? Sicherlich für die Bäckereien von IKEA. Alles Tassen von IKEA stehen hier noch rum. Sicherlich an die Bäckereien verkauft oder verteilt. Dann gehen wir mal bei Borussia. Wow. Ja, hier
sicherlich eine Frau, die hier mal gearbeitet hat. Naja, ist eigentlich mal schön, dass es hier nicht gebrannt hat. Ja, ein paar Tresoren. Ein paar? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Tresore. Damit hast du mich jetzt vollkommen überwältigt, weil ich das nicht gesehen habe. Christian macht gerade TikTok. Nee, draußen liegt alles rum, Alter. Guck mal. Die haben es alles rausgequetscht. Mikrowellen. Alles. Kommt wieder was Schönes jetzt, oder? Was ist das für coole Lampen? Warum hängen die so cool? Das ist so ein Kaffee. Die Bäckerfrauen. Schürzen. Quatsch, ernsthaft. Original eingepackt. Die Latzrock-Schürze, um genau zu sein, ist eine Latzrock-Schürze. Gell? In verschiedenen Größen. Warum stehen diese Buden hier, Christian? Meinst du, die haben sie dann mit dem Kran? Die werden sie aufgeladen haben. Ja. Meinst du? Ja, guck mal, hinten noch die Weihnachtsdeko. Also waren die irgendwann mal in der nächsten großen Stadt auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Krass. Die eine. Ja. Oh, da steht ein riesengroßer Sonnenschirm. Ja, hier ist das ganze Zeug, was alles in die Bäckereien gehört. Das heißt, die Stühle da hinten, die kennt man ja eigentlich von Bäckereien, so schöne, bequeme. Tische. Da die Bar, Tische. Sogar die Tür. Ja, aber guck mal diese Bartische da hinten, wenn du jetzt eine Feier machst oder so, gell? Und die wären noch okay, könntest du die schön in den Garten stellen, schön in die Mitte. Hier sind noch richtige Barhocker, Tische, alles. Ja, hier riecht es auf jeden Fall noch Reifen, man riecht es auf jeden Fall. Hier steht noch ein Fahrrad rum. Einfach so. Und ich muss sagen, das sieht sogar relativ neu aus. Da ist dann alles dran. Dynamo-Beleuchtung, das Einzige, was hier fehlt, ist ernsthaft nur der Sattel. Und eine Schildkrötenhupe. Das sind nagelneue Reifen, guck mal. Die sind nagelneu. Hier, ist noch das Etikett drauf. So, ihr Lieben. Das ist jetzt auch noch ein Gebäude von der Großbäckerei. Was ist das hier gewesen? Das war doch keine Verwaltung, oder? Körnerbrötchen mit Käse, 2,19. Weizenbrötchen mit Käse, 2,9. Körnerbrötchen mit Tomate Mozzarella. Also hier in dem nächsten Gebäude ist auch alles voller Einrichtungen. Es ist zerstört, aber es ist auch eben auch noch da und auch wirklich sau interessant. Gestern sagt, hier liegen doch irgendwelche Chips. Da sind die ganzen Chips zum Anmelden. Die sind alle noch da von den Arbeitern. Ohne Ende. Wow. Kein Zeichen. Diese Weihnachtskisten. Und in jedem Raum ist ein Büro. Speicherkarten. 512 Megabyte. Aber wer saß denn hier drin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Turmleitung Vorpark. Ist das eine Tankkarte? Krass. Eine Tankkarte. Hier liegen Tankkarten rum. Das ist ja unglaublich. Ja. Tourwächter. Computerschrank. Wemmelmehl. Auf jeden Fall die Arbeit, der Korn gehört hat. Auf jeden Fall war das riesen Bürogebäude, weil hier ist sie auch in der zweiten Etage. Alles voller auch Datenschutz wieder, Christian, gell? Datenschutz wieder komplett null. Schlüssel, Tankkarten, alles liegt hier rum. Das ist eigentlich nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Lass uns mal in den Konferenzraum gehen. Das ist der Konferenzraum. Ja. Hier in den Raum, ihr Lieben, alles voller Weihnachten. Hier sind von den ganzen Filialen die Weihnachtsdeko. Jeder Karton ist eine Filiale. Das ist krass. Sind hier auf jeden Fall übelste Geldkassetten. Alles voller Geldkassetten hier. Ich denke von jeder Filiale eine. Die sind alle zu und die bleiben auch zu. Hier ist ein gutes Schild, das war eingepackt. Bitte nicht fotografieren und filmen. Werbung, Poster, auch Weihnachtszeug. Komplett, oh hier, auch hier drin war es. Hier ist noch kompletter Computer drin. Das könnten sogar Kassen, das sind Kassensysteme. Hier liegen Kassensysteme. Ja stimmt, das könnte sein. Küche. Hatten die immer so Gastarbeiter oder irgendwas? Was hatten die so Gastarbeiter oder sowas? Die niegelnagelneue Klamotten. Für die Mitarbeiter. Um dieses Kleidungsstück zu haben, wir uns besonders bemüht, dennoch sind die verbliebenen Flecken nicht zu entfernen, ohne Stoff und Farben anzugreifen. Ja, also die sind von der Reinigung gekommen hier. Aber kein kleiner Pausenraum. Das ist schon
Das ist schon ein ordentlicher Pauseraum hier. Machen den Kühlschrank mal auf. Ketchup, Senf. So, das war die verlassene Bäckerei, Großbäckerei. Erzähl du mal schnell los. Ich bin gerade voll satt. Holger kam halt nicht so gut mitnehmen. Nee, war ein Spaß. Wie gesagt, hat leider schon gebrannt, aber es gab noch einiges zu sehen und zu entdecken. Also ich fand, es waren noch recht viele Sachen da. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber jetzt sind wir auch irgendwie ist die Luft raus. Wir wollen jetzt heim, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wir haben ein bisschen schönen Döner gegessen und jetzt geht's nach Hause. Das war's. Viele schöne Sachen haben wir gemacht. Freut euch drauf und wir ach, ich dachte, das wäre der Schaltbus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da, schreibt was Nettes in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video und sagen bis dahin auf morgen. Wiedersehen, ihr Lieben. Ciao.